sich der RSV Petersberg die Tabellenspitze zurückerobern? Durch den gestrigen Sieg der SG Bronzell gegen den TSV Künzell wurde der RSV vom Gruppenligathron verdrängt. Beim Aufsteiger SG Haunetal sollen die nächsten 3 Punkte her. Die Zuschauer sehen eine Begegnung auf mäßigem Niveau. Haunetal hält gut dagegen, dennoch kommt Petersberg zur ersten Gelegenheit. Fladau unterschätzt den Ball und Müller kommt an Daniel Walper nicht vorbei. Haunetals Keeper rückt in der nächsten Szene in den tragischen Mittelpunkt. Sein Pass landet bei Petersbergs Kükückler, der bedient Boris Aschenbrücker. Petersberg führt, Boris Aschenbrücker schlägt wieder zu. Der Top-Torjäger macht seine 16. Bude. So richtig zwingende Chancen kommen auf beiden Seiten nicht zustande. Patrick Müllers Schuss fehlen ein paar Zentimeter zum Torerfolg. Die Gastgeber lassen nicht viel zu, doch im Angriff gelingt ebenso wenig. Fischers Kopfball verpasst den Kasten deutlich. Petersberg hängt ein wenig durch, doch Haunetal schlägt daraus kein Kapital. Fabian Fleck mit der größten Chance in Durchgang 1. Die zweiten 45 Minuten starten vielversprechend durch eine Chance von Yannick Wichmann. Wieder fehlen ein paar Zentimeter. Petersberg wird jetzt wieder deutlich stärker. Die Ecke kommt hoch rein auf Daniel Nüchter und Andreas Prezosa befördert den Ball aus 2 Metern Entfernung in die Wolken. Ärgerlich. In der 59. Minute kommt der Augenblick von Julian Wehner. Der Ex-Asbacher spielt sich durch die Abwehrreihen und vollstreckt zum 2:0. Das macht er richtig gut. Sein 7. Saisontor. Gelaufen ist die Begegnung aber noch nicht. Haunetal wird nochmal richtig gefährlich. Fischer kann querlegen, aus dem Rückraum kommt Nikola Steinberg und auch diese Chance wird liegen gelassen. Wir springen in die 84. Spielminute. Bachmann prallt mit Nüchter zusammen und Nüchter bleibt regungslos liegen. Schiri Wollrath unterbricht nicht und Petersberg kann durch Patrick Stubb auf 3:0 erhöhen. Nüchter ist wohl auf und kann weitermachen. Mit 3:0 schlägt der RSV Petersberg die SG Haunetal und erobert sich die Tabellenführung zurück. Petersbergs Trainer Goran Gajic ist bei uns am Mikrofon. Ja, wer hier dieses Spiel gesehen hat heute, also wir haben sau schwer so gehabt heute. Auf diese Geläufe haben wir so Probleme gehabt. Bisschen glücklich 1-0 gemacht durch Fehler von Torwart und bis zweite Tor, das war offenes Spiel. Das ist also jetzt Ergebnis, also 3-0 spricht von uns, aber wie gesagt, das könnte auch ganz anderes ausgehen. Bin ich glücklich, dass das Spiel vorbei ist und dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Also das war nicht so einfach. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.